Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück hier zu unserem gemeinsamen Let's Play von Assassin's Creed Chronicles China. So, wir waren beim letzten Mal hier schon in dieses Räumchen vorgelaufen und sehen jetzt nochmal ganz kurz, dass wir dort oben ein paar Kisten runterschmeißen können, um die Wachen abzulenken. Dann wollen wir mal schauen. Wurfmesser sind sowieso ausgerüstet. Zack. Dann runter, Shaoyun. Und ins Versteck rein. So, ich kann von Versteck zu Versteck sprinten, aber ich nehme mal an, die beiden sind momentan noch im Weg. Oder wäre das unsere Chance gewesen, um uns dort vorne zu verstecken? Ich bin mir nicht sicher. Wir beobachten die beiden mal kurz. Auf jeden Fall weitere Möglichkeiten zur Ablenkung haben wir hier nicht. Wir haben noch Knallkörper. Die könnten wir mal versuchen zu verwenden. Okay, das war ganz schön knapp, aber das hat funktioniert. Wir merken uns, dass wir auch mit den Knallkörpern was anstellen können. Und sind unentdeckt geblieben. Das ist sehr gut. Mal schauen, wo der Weg uns hier hinführt. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir wieder zwei Wachen. Wir haben neue Wurfmesser. Und da oben liegt ein Sammelgegenstand, den holen wir uns mal gerade. So viel Zeit muss sein. Okay. Du kannst Wurfmesser werfen, während du an Wänden hochkletterst. Ah, dort oben gibt es wieder eine Kiste. Okay. Dann probieren wir das mal aus. Vielleicht müssen wir noch ein kleines Stückchen höher. Ah, okay. Das war also zur Ablenkung. Und dann konnten wir uns schön vorbeischleichen. Wow, es wird echt kompliziert hier, ne? Die Levels, die werden immer weitläufiger. Es sind immer mehr Wachen da. Und ich glaube, wir klettern erstmal nach hier unten. Und schauen mal, was sich hier so abspielt. Wir haben hier zwei Wachen, die hier vorne patrouillieren. Und die dritte Wache steht dort hinten und bewegt sich nicht von der Stelle. Nein! Nein! Was hat der denn gerade geworfen? War das ein Wurfstern? Okay. Eigentlich wollen wir uns ja auch gar nicht auf solche Kämpfe einlassen. Passt mal auf. Den Sammelgegenstand, den wollen wir uns natürlich trotzdem gerne holen. Versuchen wir es doch jetzt mal oben rum zu schleichen. Ich glaube, dort kann man auch ganz gut lang springen. Ach, diese Kiste dafür ist eindeutig im Weg, ne? Können wir denn... Nein, ich möchte nicht pfeifen. Ah, sehr gut, so kommen wir vorbei. Nein! Warum wurden die denn jetzt alarmiert? Wer hat uns denn jetzt gesehen? Wie ist das denn möglich?
Das war jetzt schon echt knapp, ne? Aber wir sind durchgekommen. War noch nur mit einer Bronzebewertung, aber gut. Armbrustschütze. Was lernen wir denn hier bei den Armbrustschützen? Gesundheit wenig, Schaden mittel, Angriffsgeschwindigkeit mittel, Entdeckung langsam. Aber er hat natürlich diese Fernangriffe. Wie kann ich denn hier scrollen? Fernangriffe, Gegenangriffe. Verwendet eine starke Distanzwaffe, nutzt seine Armbrust aber auch im Nahkampf. Und wir können den Schüssen ausweichen, okay. Und dort unten sehe ich eine Kiste. Let's test your reflexes. Ach, wir sind wieder mit Ezio hier und lernen gerade, okay. Boah, wie schnell denn bitte? Perhaps the heat of battle may sharpen your wits. The lesson ends here. Das war eine kurze Trainingseinheit. Und warum sind die schon alarmiert? Was ist denn los hier? Ja, so kamen wir gar nicht in die Verlegenheit, ihm ausweichen zu müssen. Und hier finden wir eine Schriftrolle. Denn wir sind ja immer noch dabei, die Assassinenschriften zu finden. Und jetzt bin ich hier auf der Karte gelandet. Dabei wollte ich in den Animus schauen. Nebenziele, Assassinenschriften. Und hier ist die erste Schriftrolle. Shaoyun wurde 1505 in kaiserlicher Gefangenschaft geboren und ausgebildet, um zu einer Konkubine in der verbotenen Stadt zu werden. Zunächst hatte sie einen niedrigen Rang und war nur eins von vielen Mädchen, die hofften, die Gemahlin des Kaisers zu werden. Sie wurde in den traditionellen Künsten der kaiserlichen Hofdamen unterrichtet: Sticken, Singen und Lesen. Aber sie zeigte schon früh ein besonderes Talent für Tanz und Musik. Ihre geschmeidige, katzengleiche Beweglichkeit faszinierte Kaiser Zhengde. Da er gerne seine Macht missbrauchte, um seinen Hofstaat zu demütigen, nutzte er die junge Shaoyun oft als Spionin oder Diebin, oder um Eunuchen und sogar Ministern Streiche zu spielen. Er verbot auch, dass ihr die Füße abgebunden wurden, damit sie ihre tänzerischen Fähigkeiten nicht verlor, obwohl angebundene Füße ein wichtiges Schönheitsideal für chinesische Frauen darstellten. Okay, Shaoyun sollte also Konkubine werden. Und ich glaube, ihn können wir aber einfach hier liegen lassen. So, das ist keine Munition für eine Schusswaffe, habe ich inzwischen gelernt, sondern das sind Wurfmesser. Den nehmen wir natürlich mit. So. Sesam, öffne dich. Und wir sind draußen. Wieder einmal. Was? Um ein Seil zu schwingen. Ach, wie geil. Ist hier was versteckt? Nö. Offensichtlich nicht. Nee, hier ist nichts versteckt. Schade. Okay. Und wir sind wieder in der nächsten Höhle. Boah, das war knapp. Und ich hatte schon gedacht, wir bleiben jetzt ein bisschen draußen. Aber scheinbar verbringen wir am Anfang viel Zeit in Höhlen und in Kerkern und Gefängnissen. Aber schaut euch das mal an, selbst das hier sieht echt genial aus. Okay, Shaoyun. Hier hoch mit dir. Und ich höre da schon wieder den Alarmton. irgendwo verstecken sich hier der Wachen. Ah, wir werden sie schon finden. Oder sie uns. Je nachdem. Kann ich hier rum? Tatsache.
Okay. Hier müssen wir uns wieder ganz klein machen. Psst, wen haben wir denn hier? Lärmpfeile, okay. Zum Rieschen. Gut. Was? Jetzt im Heuhaufen verstecken? Wie soll ich denn bitte an ihm vorbei an den Heuhaufen kommen? Kann ich ihn denn verstecken? Und dann springt sie gleich hinterher. Nee, ich kann ihn verstecken. Sehr gut. Das ist schon mal gut zu wissen. Aber wie hätte ich denn bitte, nachdem ich ihn zuerst hergelockt habe, dann an ihm vorbeilaufen sollen? Das war jetzt ein bisschen unlogisch. Huch. Ah, wir können uns auch hier im Gebüsch bewegen. Sehr cool. Wenn du dich im Gebüsch bewegst, verschwindet der weiße Umriss um deine Spielfigur, um zu zeigen, dass du von Gegnern entdeckt werden kannst. Ah, ich muss also... Ah, okay. Wenn sich ein Feind nähert, darf ich mich nicht bewegen. Verstanden. Er hat ihn versteckt. Okay. Ach schön, gibt ja aber doch viele Möglichkeiten, mit der Umgebung zu interagieren. Gut, es gibt natürlich jetzt eine Kriegerwertung. Wir haben ja eine Wache getötet. Mich auch hier von Versteck zu Versteck bewegen. Sehr gut. Na, hast du was gehört? Okay, wir haben da hinten zwei weitere Wachen. Und die marschieren bis hier vorne und kehren dann wieder um. Dann sollten wir erstmal versuchen, ihn herzulocken. Sehr gut. Die erste Wache schon mal weg. Die beiden sind in ein Gespräch vertieft oder so. Okay. So, wir versuchen es erstmal hier unten. Vielleicht können wir so an den beiden vorbeischleichen. Oh, Tatsache, hier kann die Shaoyun sich überall festhalten. Das ist sehr gut. Ich finde das so cool, dass man hier zwischen Vordergrund und Hintergrund wechseln kann. Gut, Wurfpfeile haben wir noch. Brauchen wir im Moment nicht. Ja, gleich brauchen wir wieder einen. Wenn wir hier nämlich die Brücke runterlassen, können wir hier nochmal gerade unsere Munition auffüllen. Und die beiden, die kriegen nichts mit. Das finde ich super. Durch die Klippen navigieren. Die Assassinenschriften beschaffen. Warum steht da wieder 0 von 3? Ich dachte, wir hätten gerade schon eine gesammelt. This is where we used to keep the assassin scrolls. I should try to retrieve as many as I can while I have the chance. Ah, ich verstehe. Das hier ist also eine ehemalige Assassinenfestung, die aber jetzt hier scheinbar von den Soldaten des Kaisers, man weiß es nicht genau. Es wird Frieden geben, wenn ich mit euch und euresgleichen fertig bin. Okay, also meine Vermutung war ganz richtig, das hier ist die ehemalige Assassinenfestung, die jetzt als Gefängnis missbraucht wird. Das ist auch interessant.
und wir wollen natürlich so viele Schriften wie möglich mitnehmen. So, und ihn schaffen wir jetzt mal gerade aus dem Sichtfeld. Ich weiß nicht, ob hier noch eine andere Wache auftaucht, aber sicher ist sicher. Okay, was finden wir hier wieder für eine Ausrüstung? Munition. Ich habe dieses Symbol auf dem Kessel gar nicht erkannt. Es war mir jetzt irgendwie nicht klar, dass das auch Munition ist. Eine von drei Schriften. Okay, sehr gut. Wenn mich nicht alles täuscht, konnte man doch hier im Vordergrund auch noch rüberspringen, ne? Lass uns doch da nochmal gerade schauen. Hier geht es nämlich auch noch nach drüben. Aber mit ein bisschen Anlauf. Und hepp. Ein Assassine ist hier. Okay, dort hinten gibt es wieder eine Wache. Liebe Freunde, wir machen an dieser Stelle aber mal kurz eine kleine Pause, denn die Folgenlänge für heute ist schon wieder vorbei. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei gewesen seid und hoffe, ihr seid es auch in der nächsten Folge von Assassin's Creed Chronicles China wieder. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.